Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute den Google Play Store, ehemals bekannt als Android Market, etwas näher bringen. Nachdem Sie die App gestartet haben, befinden Sie sich in diesem Fenster, in dem Ihnen die vorgestellten Apps angezeigt werden. Wenn Sie nach rechts wischen, können Sie die Top-Kostenpflichtigen, die Top-Kostenlosen, die Erfolgreichsten, die neuen Kostenpflichtigen, die neuen Kostenlosen und die Trends-App einsehen. Indem Sie ganz nach links wischen, können Sie zwischen verschiedenen Kategorien auswählen. Wählen wir hier beispielsweise einmal Spiele, können Sie diese Kategorie sogar nochmal untergliedern. Hier wähle ich jetzt beispielsweise mal Rennsport. Hier werden Ihnen wieder ein paar Apps vorgestellt. Wenn Sie nun aber speziell nach kostenlosen Apps suchen möchten, so wischen Sie einfach zu diesem Fenster hin und suchen sich hier eine App aus. Wähle beispielsweise mal diese hier, Drag Racing. Hier oben werden Ihnen jetzt auch schon ein paar Bilder angezeigt, die Sie sich anschauen können. Hier können Sie einsehen, wie die App bewertet wurde und wie viele Bewertungen es gibt. Hier sehen Sie die Anzahl an Downloads und wann die App zuletzt geupdatet wurde. Außerdem können Sie auch die Größe der App einsehen. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier die Beschreibung durchlesen. Sie können hier die neuen Funktionen einsehen und hier können Sie auch die Bewertung für die App lesen. Außerdem können Sie mehr von dem Entwickler einsehen. Sie können die Seite des Entwicklers besuchen, ihm eine Nachricht senden. Außerdem können Sie sich die Apps anzeigen, die andere Benutzer sich, nachdem Sie diese App angesehen haben, auch angesehen haben. Außerdem wird auch angezeigt, was diese Nutzer dann für Apps installiert haben. Möchten Sie die App nun selbst installieren, so tippen Sie hier oben auf Download. Anschließend werden hier noch die Berechtigungen angezeigt, die die App benötigt. Wenn Sie mit den Berechtigungen einverstanden sind, die benötigt werden, so tippen Sie hier auf Akzeptieren und Herunterladen. Nachdem die App heruntergeladen ist, können Sie sie nun öffnen oder auch sofort wieder deinstallieren. Außerdem können Sie die App nun bewerten. Wenn Sie schon eine spezielle App wissen, beziehungsweise wenn Sie den Namen wissen, so können Sie nach Apps auch direkt suchen. Das geht über das Lupensymbol hier oben. Tippen Sie nun den Namen ein. Ich nehme jetzt beispielsweise mal Angry Birds. Es werden auch automatisch schon Vorschläge gesucht. So, nachdem Sie Angry Birds gesucht haben, sehen Sie hier alle Apps zum Thema Angry Birds. Können Sie die App wieder auswählen und auch wieder installieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.